Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei MTR Journal, unserer Nachrichtensendung mit allen wichtigen Nachrichten der Ahmadiyya Muslim Jamaat der vergangenen Tage. Heute haben wir unter anderem folgende Themen für Sie vorbereitet. Ah, wie ich gerade höre, wir kommen direkt zu der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein. Diese hielt seine Heiligkeit vergangenen Freitag aus der Battle for Two Moschee in London. Am Freitag, den 19. Februar 2016, hielt seine Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, die Freitagsansprache aus der Battle for Two Moschee in London. Seine Heiligkeit sagte, dass der 20. Februar als der Tag des Muslim-Maut in der Gemeinde bekannt ist. Dieser Prophezeiung bescherte Gott dem verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, die frohe Botschaft, dass er mit einem Sohn gesegnet wird, der zahlreiche Eigenschaften aufweisen und dem Glauben dienen wird. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte, dass dies nicht nur eine Prophezeiung sei, sondern ein großartiges Zeichen des Himmels, welche die Wahrhaftigkeit und Größe des heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allahs seien auf ihm, demonstrierte. Wahrlich, die Welt wurde Zeuge der glorreichen Erfüllung der Prophezeiung des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und die Zeit bezeugte, dass diese Prophezeiung auf keinen anderen zutraf, als seine Heiligkeit Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, möge Allah Gefallen an ihm haben. Auch Mitglieder der Gemeinde empfanden ihn als Erfüller der Prophezeiung, jedoch äußerte sich Hazrat Muslim Maud Sallallahu Anhu nicht dazu. Und so vergingen 30 Jahre seiner Amtszeit als Kalif. Erst 1944 verkündete er nach göttlichem Geheiß, dass er die Person des Muslim Maud ist. Seine Heiligkeit berichtete Ereignisse aus dem Leben von Hazrat Muslim Maud, möge Allah Gefallen an ihm haben, die seine Demut gegenüber der Prophezeiung demonstrierten. Er schwieg, als in seiner Gegenwart die Erfüllung der Prophezeiung des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, thematisiert wurde und sah es nicht als essentiell an, die Erfüllung der Prophezeiung in seiner Person zu verkünden. Er, möge Allah Gefallen an ihm haben, sagte, dass die Welt es sehen wird, wenn die Prophezeiungen auf ihn zutreffen oder auch nicht zutreffen würden. Seine Heiligkeit ging auf einzelne Aspekte der Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam ein und führte aus, wie diese in Personen von Hazrat Muslim Maud Rasiyatullah Anhu in Erfüllung gingen. Seine Heiligkeit appellierte an die Mitglieder und besonders an die Jugend der Gemeinde, sich an dem Wissen von Hazrat Muslim Maud, möge Allah Gefallen an ihm haben, zu bereichern, die heute in Form von Büchern vorhanden sind. Abschließend leitete seine Heiligkeit das Totengebet von Sufi Nasir Ahmed Saib, der am 7. Februar in Heidelberg verstarb. Seine Heiligkeit betete für die Standhaftigkeit und Geduld der Hinterbliebenen und betete, dass Allah den Rang des Verstorbenen erhöhen und seiner Seele gnädig sein möge. Amin. Das Jahr 2016 ist noch jung und so richtet die Ahmadiyya Muslim Jamaat nach wie vor Neujahrsempfänger aus. Die haben nicht nur den Vorteil, dass man mit Freunden und Bekannten das letzte Jahr nochmal Revue passieren lassen kann, sondern auch neue Bekannte können die Ahmadiyya Muslim Jamaat kennenlernen, neue Nachbarn können dazukommen und lernen, was die Ahmadiyya Muslim Jamaat so im vergangenen Jahr getan hat, was die Aktionen sind, die die Ahmadiyya Muslim Jamaat so durchführt. Und das fand auch in den vergangenen Tagen in Berlin statt, in der Bundeshauptstadt. Neujahrsempfang in Berlin. Am 16. Februar 2016 fand in der Khadija-Moschee in Berlin der Neujahrsempfang statt. Zahlreiche hochrangige Gäste kamen, um mit der Gemeinde gemeinsam auf das letzte Jahr zurückzublicken und das neue Jahr einzuleiten. Das Programm begann, der Tradition der Jamaat entsprechend, mit der Rezitation des Heiligen Korans. Auch die deutsche Übersetzung der Verse wurde vorgetragen. Die Gäste lauschten diesen Worten mit großer Aufmerksamkeit zu und zeigten sich von ihnen beeindruckt. Ich war besonders beeindruckt von dem Gebet, weil es sich sehr schön angehört hat und das hat irgendwie den Abend einen schönen Einstieg gegeben. Danach nutzte Herr Imam Said Arif die Zeit, um die vielfältigen Aktivitäten der Jamaat Berlin im letzten Jahr den anwesenden Gästen anhand von Bildern darzulegen. Außerdem wurde ein Film abgespielt, der die Aktivitäten der Jamaat in ganz Deutschland zusammenfasst. Diese Review von dem letzten Jahr war wirklich beeindruckend. Die zahlreichen Bilder des Rechenschaftsberichts Ihrer Gemeinde sozusagen, also was man im vergangenen Jahr gemacht hat, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Darüber hinaus bekamen auch einige Gäste die Möglichkeit, sich zu äußern. Viele dankten der Gemeinde für ihre Anstrengungen und wünschten sich ein glückliches und friedvolles Jahr, in dem die Zusammenarbeit mit der Gemeinde weiterhin so fruchtbar bleibe. Nach dem Abschluss des Programmes nutzten die Gäste die Möglichkeit, um mit den Mitgliedern der Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Außerdem nahmen sich viele auch die Literatur der Gemeinde mit.
Alles in allem wurde die Veranstaltung sehr positiv bewertet. Ja, es hat mir sehr gut gefallen, ein bisschen von ihrer Gemeinschaft hier kennenzulernen, von dem, was sie so machen. Am 1. Januar Müll wegräumen, Bäume pflanzen, Menschen einladen, die Gemeinde vorstellen, Flüchtlingen hier mithelfen, für einen offenen Islam zu werben. Das war eine sehr schöne Begegnung und ich freue mich, dass Sie hier sind und dass Sie unsere Stadt bereichern. Was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, war der Personenkreis, der hier eingeladen wurde. Also, dass hier auch Vertreter waren der jüdischen Gemeinde, der buddhistischen Gemeinde und der evangelischen Gemeinde. Und ja, das finde ich einfach wichtig, also dass dieser interkulturelle Dialog gesucht wird und dass es da dass es da keine Feindbilder gibt. Das finde ich wichtig. Mit dem gemeinsamen Abendessen wurde das Programm beendet. Zahlreiche Gemeinden hier in Deutschland nutzen diese Möglichkeit des Neujahrsempfanges, um auch neuen Menschen die Ahmadiyya Muslim Jamaat vorzustellen. Geladen werden natürlich nicht nur Nachbarn und Bekannte, sondern auch Vertreter der öffentlichen Ämter. Es werden Politiker eingeladen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Eine solche Veranstaltung, ein solcher Neujahrsempfang wurde auch in Hattersheim veranstaltet. Zu Zeiten der Unsicherheit und der Bedrohung durch Gewalt und wirtschaftlichen Umwerfungen sowie der Schwierigkeit, einander zu verstehen, geben wir die Hoffnung auf Lösungsmöglichkeiten nicht auf. Mit diesem Hintergrund fand im südhessischen Hattersheim am Freitag, den 12.02. ein Neujahresempfang statt. Eingeladen waren Freunde, Bekannte und Gäste der lokalen Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde aus Hattersheim und Umgebung. Als Ehrengäste waren geladen die Bürgermeisterin der Stadt Hattersheim, Frau Antje Köster, und der Herr Imam Ansar Bilal. Nach der Rezitation des Heiligen Korans und der deutschen Übersetzung wurde ein kurzer Jahresrückblick über die Gemeinde gezeigt. So bekamen die Gäste die Möglichkeit, einen Blick auf den von der Ahmadiyya-Gemeinde friedlich propagierten Islam zu werfen. Das ist jetzt der zweite gemeinsame Neujahrsempfang, den wir durchführen. Und ich finde es total schön, dass auch immer gefragt wird, wann das bei mir terminlich klappt. Und ich sehe, das hat hier wirklich eine große Anerkennung. Und ich bin der festen Überzeugung, wir machen gemeinsam eine gute Arbeit hier in der Stadt. Und das sollten wir auch fortsetzen. Mit folgendem Slogan ging ein erfolgreicher Abend zu Ende. Der Muslim-Jamaat wünscht Ihnen ein gesundes, friedliches und gesegnetes Jahr 2016. Ein gesundes, friedliches und gesegnetes neues Jahr wünscht sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat natürlich nicht nur in Deutschland, sondern bundesweit, aber auch wirklich in der ganzen Bundesrepublik. Und das ist natürlich auch eine der Botschaften, die verbreitet wird in diesen Neujahrsempfängen. Natürlich waren Berlin und Hattersheim nicht die einzigen Orte, an denen sowas stattgefunden hat. In den vergangenen Wochen haben wir Ihnen ja schon einige Neujahrsempfänge vorgestellt und jetzt folgt noch ein weiterer, nämlich in Wetter. Zum Anlass des neuen Jahres hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Wetter am 17.02.2016 zum Empfang eingeladen. Die Gemeinde in Wetter, ein Ort in Mittelhessen nicht weit weg von Marburg, hat eine lange Tradition im öffentlichen Leben der Stadt. Trauriges Ereignis vor einigen Wochen: Vandalismus an der Moschee. Rechtsradikale verschmierten mit ihren Parolen die Moschee der Gemeinde und verrichteten so einen Sachschaden an. Viele der heutigen Gäste kamen, um ein Zeichen zur Ablehnung dieser Aktion zu setzen. So kamen viele Menschen der Einladung nach und verfolgten mit Spannung den Abend. Bei dem abwechslungsreichen Programm kamen viele Aspekte zusammen, die sich in den einzelnen Vorträgen widerspiegelten. Die Gäste haben den Abend genossen. Es ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt schon im Jahr in Wetter. Man kommt hier interkulturell, interreligiös zusammen. Alle Gruppierungen, ob es Parteien sind oder Vereine, nehmen hier gerne teil und kommen gerne immer in den Dialog mit der Ahmadiyya-Gemeinde in Wetter. Was ich mal besonders betonen möchte, jetzt habe ich doch schon einige Veranstaltungen erlebt. Ich finde die Offenheit und wirklich dieses absolute Bestehen auf den Frieden finde ich ganz, ganz toll. Und was mich auch wirklich beeindruckt, man hat in Deutschland auch bei vielen christlichen Richtungen öfters mal Leute, die keine Ahnung haben, von was sie sprechen. Ich habe noch keinen Ahmadiyya-Muslim getroffen, der keine Ahnung hatte, von was er spricht. Also ich erlebe, das sind ganz, ganz gebildete Leute, auch nicht nur in ihrem eigenen Gebiet, sondern die auch wirklich Ahnung dann von den anderen Religionen, vom Christentum, vom Judentum haben, mit denen man sich auf einer ganz, ganz tollen
vielen hohen Ebenen auch austauschen kann. Das finde ich wahnsinnig toll. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass Sie auch ja, wirklich so viel Engagement haben. Ich glaube, da tun Sie dem Islam und der Gesellschaft im Allgemeinen einen riesigen Gefallen mit. Mit Speise und Trank hat man die Veranstaltung ausklingen lassen. Wir haben es eben im Beitrag gehört, die Ahmadiyya Muslim Jamaat zeichnet sich für einige unserer Besucher und Besucher ja dadurch aus, dass die alle Mitglieder sehr viel Hintergrundwissen haben über ihren Glauben und wissen, wovon sie sprechen. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat bemüht sich ja sehr, auch ihre Mitgliederinnen und Mitglieder zu bilden und auszubilden und fortzubilden und wirklich nicht nur Inhalte zu vermitteln, sondern auch, wie man diese Inhalte denn in diesen Zeiten vermitteln kann. Das wird nämlich immer wichtiger. Es ist ja leider so, dass der friedliche Glaube des Islams immer wieder instrumentalisiert wird für ja, Verbrechen, kann man ja wirklich geradezu sagen. Und die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist ja die Gemeinde, die wirklich ganz klar Zeichen setzt und ganz klar auch Stellung bezieht gegen ein solches Verhalten. Wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat das macht, ist unter anderem durch das sogenannte Tabligh-Seminar. Dort werden die Mitglieder der Gemeinde eingeladen und sie lernen dort, wie sie denn in Zeiten wie diesen zeigen können, was die wahren Lehren des Islams sind. Um über dieses Tabligh-Seminar, das in den vergangenen Tagen stattgefunden hat, zu sprechen, habe ich jetzt einen Gast bei mir, Herrn Imran Aziz, diesen Mitarbeiter der Tabligh-Abteilung. Das heißt, das fällt ja auch in Ihre Zuständigkeit. Es waren ja etwa 200 Teilnehmer bei dieser Veranstaltung in Frankfurt mit dabei und einer der Schwerpunkte war ja, auch waren ja neue Medien. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen. Ja, assalamu alaikum wa rahmatullah. Also es ist so, dass Refresher-Kurs, Tabligh-Refresher-Kurs auf nationaler Ebene, das findet ja alljährlich statt. Und das sind die aktuellen Themen, die dort besprochen werden. Mhm. Oder die Teilnehmer werden ja sensibilisiert, ja, wie sie damit umgehen. Und dieses Mal war auch wie immer gemäß der Anweisung von Huzuri Aktas, dass wir unsere Mitglieder, unsere Teilnehmer in Bezug auf neue Techniken ausbilden, dass sie das kennenlernen. Und da ist es ohne Frage unsere Webseite, das Hauptpunkt, Hauptbasis, wo wir das hier immer wieder vorstellen, wie dort, wie das zu nutzen ist, welche Vorteile diese Seite hat. Und da gibt es ja ständig Änderungen, Erneuerungen anhand der neuen Techniken. Mhm. Und dies wurde auch dieses Mal vorgestellt. Die Seite, die ist eine der beliebtesten Seiten, auch weltweit, sogar große Unternehmen aus USA haben die Seite angeguckt und wollten das für sich genau die Seite haben. Ja? Wir haben eine Anzahl über 1,5 Millionen Besucher, ja, die monatlich die Seite besuchen. Das hat sich auch entwickelt. Also vorher waren es ja etwas weniger. Haben Sie da auch noch eine Zahl, also wie groß dieser Sprung ist? Richtig. Das ist kaum zu glauben, wenn Sie 2-3 Jahre wieder zurückgehen, das waren gerade mal 20.000, die Seite besucht haben. Ja? Und dann kam das, dass man bis 100.000 geschafft hat. Und letztes Jahr anhand Kampagnen haben wir mit Gnade Allahs über 1 Million Menschen gehabt, die die Seite besucht haben in 7 Tagen. Ja, Großteil aus Süddeutschland. Und wir haben noch die Werte, dass sie mindestens 9 Minuten die Seite auf der Seite geblieben, mhm, sind. Und was für uns sehr positiv, sehr interessant ist, dass es Großteil der Zeit, die sie dort verbracht haben, die Khutbas von Huzuri Aktas angehört haben. Ja? Also ja, das war Durchschnitt 9 Minuten. Und das ist Alhamdulillah eine sehr positive Entwicklung. Ja. Also diese Freitagsansprachen, das ist natürlich auch etwas sehr Erfreuliches, dass das Menschen, die vielleicht nicht Ahmadi-Muslime sind, sehr interessiert. Für uns sind die Anweisungen des Khilafat natürlich auch sehr wichtig. Ein weiterer Aspekt, wo seine Heiligkeit, der 5. Khalif, möge sein Helfer sein, ja auch zu einiges zu gesagt hat, ist, wie man mit den, ja ich sag mal, traditionellen Medien verfährt. Auch das wurde ja thematisiert. Wir haben ja einige Bilder gesehen gerade von diesem Tabligh-Seminar. Auch das wurde thematisiert. Was gab es da für Input? Was hat man da so mitgenommen? Ja, also wie gesagt, die Webseite, wie die sozialen Medien zu nutzen sind. Also das sind ja nicht irgendjemand, der das macht, sondern das sind Fachleute, die das auch diese Webseite entwickelt haben. Ja? Und die dann, wie zum Beispiel die neue Apps, die dann reinkommen, wie das zu nutzen ist, wie andere sozialen Medien, wie man das nutzen kann, wie zum Beispiel unsere Hotline-Nummern, die stehen dann drauf. Also man geht wirklich mit dem Teilnehmern komplett alles durch, ja, und man sagt ihnen praktisch, wie sie das nutzen können für Tabligh-Zwecke, mhm, aber auch, was die Jamaat allgemein macht. Mhm. Ja? Also da ist es wirklich so viel Material und diese Updates finden in regelmäßigen Abständen statt. Ja. Also das ist schon sehr vorteilhaft. Genau, aber auch in Bezug auf
auf Zeitungen und so weiter, da wurde ja auch drüber gesprochen. Was gab es da? Also was haben die Teilnehmer dort gelernt? Also wie geht man um mit Medien? Das war der zweite Vortrag. Also es waren zwei Komponenten, die Hauptkomponenten. Einmal, wie ich gerade auch gesagt habe, dass die Webseite vorgestellt wurde und dann noch die modernen Medien, aber die Printmedien, ja, wie man in der Welt von Printmedien denkt. Ja, wie Berichterstattung stattfindet. Ich meine, wir als normale Menschen, wir ärgern uns manchmal, ja, wie kann man sowas schreiben? Ja, aber dahinter steckt ja auch was drin, warum man diese Motivation hatte. Und wir haben ja mit Gnade Allahs eigene Journalisten, die auch in ganz normalen Medien, Printmedien arbeiten. Und da fand dieser Vortrag statt. Und da haben wir hinter den Kulissen schauen können, ja, wie das alles funktioniert und wie eine Nachricht entsteht. Ja, und Alhamdulillah, das war auch sehr professionell und da lernt man erstmal, wieso das so ist und dann wurden die auch Teilnehmer motiviert, Leserbriefe zu schreiben. Mhm. Ja? Also nicht nur zu Hause sitzen, sich ärgern und sagen, wieso wird sowas geschrieben, sondern man hat ja die Möglichkeit zu reagieren, ja, und auch darauf zu antworten und da wurden die Teilnehmer auch motiviert und dazu geleitet, dass die Möglichkeit besteht und sie sollen die auch nutzen, mhm, nicht nur das, ärgern. Genau, das ist ja auch Teil der Philosophie, der Muslim Jamaat, also auch von sich aus zu werben sozusagen und klarzumachen, was die wahren Lehren des Islams sind. Wir haben auch noch Bilder für eine weitere Aktion vorbereitet, nämlich die Flyer-Aktion. Die findet ja schon seit einiger Zeit jetzt statt. Insgesamt sind es ja 2 Millionen, glaube ich, die bisher schon verteilt wurden an Flyern. In den vergangenen Tagen ja auch schon wieder einige. Gibt es denn schon Zahlen, wie viele im Jahr 2016 verteilt wurden? Es ist so, wie Sie richtig gesagt haben, es waren über 2 Millionen Flyer, die letztes Jahr verteilt wurden im ganzen Bundesgebiet. Es gibt eine extra Mannschaft dafür, die dafür zuständig ist, Flyer zu verteilen. Wir nutzen aber auch lokale, aber auch bundesweite Zeitungen, die unseren Flyer verteilen. Und da gibt es auch interessante Gespräche, dass man die Botschaften, und das ist wieder, wo man sieht, wenn Khilafat das sagt, ja, das war die Anweisung von Hasudi Akdas, dass wir diese Flyer verteilen sollen. Und am Anfang war es so, dass wir dachten, welche Zeitung oder wer wird das annehmen? Ja? Und Alhamdulillah, mittlerweile ist es so, dass die Zeitungen auf uns zukommen und sagen, das ist eine Botschaft, das habe ich irgendwo gesehen und das ist doch gut, das wollen wir für unsere Zeitung haben. Und wir machen das eigentlich gar nicht als Beilage, würden es aber gerne machen und man setzt auch für uns ein. Ja, dass man sagt, wir würden diese Flyer verteilen. Und Alhamdulillah, dieses Jahr, also wenn wir nur Januar sehen und alles zusammenrechnen, so über 100.000, weil nur 100.000 sind durch die Zeitungen verteilt worden. Mhm. Und okay. Und Alhamdulillah, das läuft doch sehr gut. Okay, das ist schon einiges. Dann danke vielmals, Imran Sesab. Sie können noch ein bisschen im Studio bleiben. Wir machen natürlich derweil weiter mit unserem Programm. Was auch sehr wichtig ist, wir haben es auch eingangs gehört, bei der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des 5. Kalifen, möge Allah sein Helfer sein. Dieser Tage haben wir gefeiert, den sozusagen Tag des Yawme Muslimot, oder Yawme Muslimot, den Tag des Muslimot, des verheißenen Sohnes. Der 2. Kalif, möge Allah Gefallen an ihm haben, ist ja ein wirklich bedeutender Kalif, wie alle Kalifen für uns bedeutend sind. Aber was diesen Kalifen auszeichnete, ist, dass der verheißene Messias, sallallahu alaihi wa seine Ankunft bereits vorhergesagt hatte. Zu sozusagen seinen Ehren wurden in einigen Städten in Deutschland Veranstaltungen ausgerichtet. Wir sehen jetzt auch gerade die Bilder aus einigen Städten, jetzt gerade zum Beispiel Frankfurt am Main. Und was wirklich das Besondere ist, dass wir uns natürlich immer sehr darauf beziehen, dass ein Prophet, das sagt ja auch der Begriff Prophet, dass es Prophezeiungen gibt, die in Erfüllung gehen und die Wahrhaftigkeit eines Propheten belegen. Und die Ankunft von Hazrat Muslimot war eine Prophezeiung des weißen Messias, die trotz allen Widerstandes seiner Gegner in Erfüllung ging und wirklich auf eine sehr besondere Art und Weise gezeigt hat, dass tatsächlich der verheißene Messias von Gott gesegnet ist, von göttlich inspiriert ist und auch wahre Voraussagen getroffen hat durch göttliche Eingabe. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind bei MTR Journal. Wir machen jetzt weiter im Programm. Von meiner Seite, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.